Willkommen, liebe Freunde, zur 300. Folge Odyssey im Auftrag des Königs, also die 300. Folge. Ja, in der Folge Meuchelmörder-Tod, da habe ich doch tatsächlich vergessen, das Regal mir hier anzugucken. Da bin ich einfach hier vorbei und dann gleich da hinten. Das wollte ich mal eben kurz in der Sequenz hier, in der Wiederholungssequenz erstmal anzeigen, ob es hier überhaupt was gibt. Gucken wir mal ganz genau nach. Gibt es hier was? Nein, hier gibt es nichts. Also hier wird nicht angezeigt, ob hier eventuell noch ein Büchlein versteckt ist oder hier oben drauf irgendwas. Nope. Nichts. Leider nichts. Ja, das wollte ich nun mal eben gezeigt haben. Doch jetzt machen wir weiter an der Stelle, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und zwar, nochmal kurz zur Wiederholung, Kopfgeldjagd für Uga. Wir haben Torres in der letzten Folge mitgeteilt, dass Verdorra und seine Bande jetzt erledigt ist. Und ich sollte nochmal noch was anderes angucken. Eigentlich mickrige Betracht, das ist klar. Dann gehe ich nochmal zurück und Mehl für die Stadt Uga haben wir auch erledigt. Jetzt unter aktuelle Mission, was noch da ist, ist der unsichere Karawanenweg. Tja, warum der jetzt nicht abgeschlossen ist, vielleicht liegt ja noch irgendwie ein Geheimnis dahinter. Oder ein Kommentar, der mir das eventuell sagen würde. Jetzt möchte ich ganz gerne zum Marmeladenbrot. Nein, zu der Frau Tamara. Die werden wir mal aufsuchen. Entweder ist sie hier oben oder woanders. Kann ich hier eigentlich oben rein? Ich müsste doch eigentlich oben reingehen, ne? Elite-Assassine. Ah, ich werde nicht mehr angegriffen, oder? Raus. Doch. Hau bloß ab. Ja, so viel zum Vertrauen bei den Assassinen. Alles klar. Okay, dann gucken wir uns mal da hinten Tamaras Häuschen an. Ich überspringe das. Ja, wir wissen ja, wo das ist. Oder? Weiß ich das auswendig? Ja, das weiß ich sogar auswendig. Das brauchen wir gar nicht überspringen, weil das wäre dann nämlich... nee. Ich vertue mich jedes Mal. Kacke. Okay, ich muss doch springen. Nein, ich bin doch auf dem richtigen Weg, sehe ich gerade. Meine Herren. Ja, es ist noch früh morgens. Und zwar muss ich hier nämlich noch weiter runter, ne? Dann haben wir ja hier... Genau. Dann wäre sie... Jetzt ist die Musik wieder weg. Nee, das ist Aramis. Sag mal, bin ich jetzt total plät oder was? Ach nee, ist gegenüber. Oh. Hier gegenüber? Nee, das war doch das mit diesen vielen... Jetzt bin ich ein bisschen doof. Da, da. Oh. Leute. Asche auf mein Haupt, ich mach mal eben die Mucke an. Ja, nee, ja, hier sind wir. Tamara wird natürlich noch nicht hier sein. Ich will auf der sicheren Seite gehen und mal erstmal bis Mitternacht schlafen, bis dann halt eben wir unser Marmeladenbrötchen teilen können. Was sagt der da eigentlich? Marmelade, Brötchen, Brot. Ja, Tamara, ne? Da gab's doch raus irgendwie... aus meinem Bett. Ja, ja, Mädel. Tamara, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Wo bist du denn? Nicht schlafen. Nicht schlafen. Ich möchte ganz gerne dir ein... Das hätte ich jetzt fast gesagt. Ein Marmeladenbrötchen anbieten. Was ist los? Ja. Ich will Tartaron sprechen. Ich will mit Tartaron sprechen. Ja und? Soll ich dir jetzt etwa eine Audienz bei ihm vermitteln oder was? Nochmal zum Mitschreiben. Ich bin hier nur eine einfache Sklavin. Kapiert? Wie soll ich also bitteschön erreichen, dass Tartaron mit dir spricht, hä? Nun, ich dachte, du kennst den alten Magier noch am besten und... Moment mal, denkst du etwa, ich hätte etwas mit dem alten Zausel? Das ist ja wohl der Gipfel der Unverschämtheit. Noch ein Wort und ich verpasse dir eine, klar? Hey, so war das nicht gemeint. Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Ja? Dann rede. Meine Faust wartet schon. Wollte eigentlich nur wissen, wer mir eine Audienz vermitteln kann. Ach so, sag das doch gleich. Mann, du drückst dich immer so umständlich aus. Nun, ich... Schon gut. Sprich am besten mit dem Adepten Hector. Der wird dir schon sagen, was zu tun ist.
Aber wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich nicht mit Tartaren sprechen. Und warum nicht? Der Kerl kann Gedanken lesen. Der riecht regelrecht, ob einer ein Innos, Adanos oder Belia-Anhänger ist. Bevor du es recht begriffen hast, hat er dir schon angesehen, dass du sein Feind bist. Oha. Was kann man da denn jetzt machen, was? Was kann man denn da machen? Was fragst du mich? Keine Ahnung. Du müsstest mal Hector fragen, wie Tartaron das anstellt. Ach, und du meinst, der erzählt mir das so ganz nebenbei? Natürlich nicht, du Esel. Da musst du dir schon was einfallen lassen. Du musst ihn halt irgendwie zum Sprechen bringen. Ja, das ist ja wieder interessant. Mach mal eine kurze Speicherung. Und dann gucken wir doch mal ins Löckbüchle. Nein. Und zwar war doch irgendwie noch was mehr. Also ist klar, ein mächtiger Zauber. Es ist gefährlich, mit Tartaron zu sprechen, sagt Tamara. Anscheinend soll er Gedanken lesen können. Das wäre natürlich fatal für mich. Tamara rät mir, Hector zu fragen, wie Tartaron das mit dem Gedankenlesen anstellt. Doch wie bekomme ich ihn zum Reden? Ja, erstmal muss ich wissen, ich habe ihn leider nicht auf meiner Karte aufgeschrieben, wo denn Hector ist. Vielleicht ist er an der Ecke vom Tor. Also Hector, am Ecktor vom Hector. Weiß ich jetzt nicht. Haben wir denn noch was? Die Befreiung von der Teleportwarant, da war doch noch was. Genau, und zwar der Tempel von Ashdod. Es ist gefährlich, mit Tartaron zu sprechen. Anscheinend soll er Gedanken lesen können, steht hier nochmal unter dem Ragen. Red mir Hector zu fragen, wie Tartaron das mit dem Gedankenlesen anstellt. Dann müssen wir erstmal wissen, wo denn der Hector ist. Den habe ich ja nicht aufgeschrieben. Deswegen, ach, weißt du was? Ich schlafe nochmal. Verdammt! Was ist los? In einer der Bettchen hier bis zum nächsten Morgen, damit wir ein bisschen mehr sehen können. So, und dann gucken wir mal, wo wir den Adepten Hector finden. Ich weiß, ich bin ihm ein paar Mal über den Weg gelaufen. Nur wüsste ich jetzt nicht genau, wo er ist. Deswegen suche ich und wir sehen uns später wieder, wenn ich ihn gefunden habe. Ah, ich brauchte gar nicht lange suchen, der ist nämlich bei dem Tartaron hier im Häuschen drin. Und dann wollen wir ihn mal fragen. Ich habe gehört, dass dem großen Magier nichts verborgen bleibt. So ist es. Der große Tartaron hat die Gabe, die Lüge von der Wahrheit zu unterscheiden. Interessant. Wie macht er das? Das möchtest du wohl gerne wissen, was? Nun, ich... Vergiss es. Ich habe bei meinem Leben geschworen, nichts zu verraten. Du wirst daher nicht von mir erfahren, wie Tartaron dies fertigbringt. Sicher nicht? Okay, gucken wir mal nach hier. Ein mächtiger Zauber, das war jetzt nochmal hier ein Zusatzeintrag. Hector will mir nicht verraten, wodurch Tartaron die Macht hat, jedem anzusehen, ob der Betreffende lügt oder die Wahrheit sagt. Wie bringe ich Hector dazu, dass er mir verrät? Fragezeichen. Er muss doch irgendeine Schwäche haben, die ihn dazu bringt zu reden. Aber welche? Das kann mir nur jemand sagen, der mit Hector viel zu tun hat. Ich frage daher am besten mal Kasim. Kasim steht ja direkt daneben. Hallo Kasim. Ich würde gerne etwas über Hector wissen. Was willst du denn wissen? Er scheint ja ein ganz knallharter Typ zu sein, was? Wenn du meinst. Ja, das meine ich. Der kann bestimmt eine Menge vertragen. Hä, was meinst du? Schläge oder was? Nein, hochprozentiges. Nö, Hector trinkt nicht. Hector scheint wirklich keine Schwächen zu haben. Ha, hast du eine Ahnung? Der Kerl raucht wie ein Schlot. Tatsächlich? Jo, ein Sumpfrotstängel nach dem anderen. Der stinkt schon regelrecht danach. Shit. Ich glaube, ich habe nichts mehr im Inventar. Das müsste ich erstmal nachgucken. Und ich dachte, ich hätte sie verkauft, aber ich habe nur 32 Stängel Sumpfkraut. Vielleicht können wir hier Hector mal verführen. Und dann? Sehr komisch. Moment, Logbucheintrag gucken. Hector ist ein starker Raucher, aber auch wenn ich ihm ein ganzes Bündel Sumpfkraut gebe, wird er wohl kaum auf den Gedanken kommen, mir Tartarons Geheimnis zu verraten. Da brauche ich wohl ein stärkeres Kraut, doch woher? Ich sollte mal mit dem Feuerschlucker Sinbad
den Uga fragen. Der kommt weit herum und scheint ein leidenschaftlicher Raucher zu sein. Okay, das ist schon mal ein guter Hinweis. Also immer schön das Tagebuch lesen. Ja, da wollen wir mal gucken. Ich habe Sindbad auch auf meiner Karte verzeichnet. Gucken wir noch mal genau hin. Wir müssen nämlich links rüber und zwar ganz am Ende in Bogen. Also entweder da oben rum und von dort aus. Gucken wir mal eben von oben rum. Und von hier aus. Und dann irgendwie hier runter. Und dann dürfte hier sozusagen der Sindbad sein, nicht wahr? Da ist er. Sindbad. So, ich habe meinen Zettel hier wieder gehabt. Sindbad. Schaut, wie viel Typ raucht. Nee, ich will jetzt nicht singen, das ist Quatsch. Hallo Sindbad. So, pass mal auf. Du rauchst doch eine ganz besondere Sorte. Ja, das stimmt. Aber das ist nichts für jeden. Und die haut einen wirklich um, wenn man sie nicht gewöhnt ist. Tatsächlich? Ja, und wie? Habe Kerle erlebt, die ganz benommen von dem Zeug wurden. Die hätten ihre größten Geheimnisse anvertraut. So vollgedröhnt waren die. Oha. Wie, was heißt denn... Achso, geht das los hier. Pst, Feuerschlucken. Genau. Kannst du mir etwas von deinem Tabak verkaufen? Du willst es wohl unbedingt probieren, was? Ja. Aber ich kann dir nur davon abraten. Nein. Lass lieber die Finger davon. Ja. Keine Sorge. Ist nicht für mich. Ist für einen besonders guten Freund. Achso. Verstehe. Tja... Ich würde dir zwar gerne etwas von dem Tabak geben, nur habe ich leider nicht mehr so viel bei mir. Oh. Aber wenn du mir die Zutaten besorgst, könnte ich dir neuen machen. Was brauchst du? Erstmal ein Dutzend Pflanzen Sumpfkraut. Findest du in der Oase. Und dann 5 Pflanzen Grabmoos. Wie bitte? Grabmoos? Na klar. Das ist ja gerade das Zeug, das so reinzieht. Und woher bekomme ich das Zeug? In der Regel da, wo Gräber sind. Aber wo das hier in der Gegend ist, kann ich dir leider nicht sagen. Auweia. Gut, schauen wir mal im Inventar nach. Ja, dann schauen wir doch mal nach. Also, ich habe 137 Sumpfkraut, aber nur 2 Grabmoos. Das wird wieder ein sinnloses Unterfangen. Starkes Kraut. Ich soll 12 Pflanzen Sumpfkraut, haben wir ja, und 5 Pflanzen Grabmoos besorgen. Sumpfkraut kann ich in der Oase finden. Also die Suche brauchen wir ja nicht mehr machen. Grabmoos dort, wo es Gräber gibt. Dann müsste es wohl auch welche bei den Gräbern bei der Greifenhöhle geben. Die in den Bergen oberhalb des Nomadenlagers liegt, auch in den Katakomben von Uga gibt es mit Sicherheit einen Ort, wo ich fündig werden kann. Am besten bringe ich ihm das Zeug erst, wenn ich alles zusammen habe. Ja, logisch, Leute, logisch. Mann, Mann, Mann. So, jetzt geht's mal zum Nomadenlager. Am besten erstmal zu Said. Stopp mal. beinahe wieder den Fehler gemacht. Nein, ich brauche erstmal Abstand. Das kann ja nicht angehen, also Leute. Beinahe. So, ist hier jemand irgendwie, der mich hier beobachtet? Ja, der da. Oh, Leute. Na, okay, dann werden wir mal hier rausgehen. Die Greifenhöhle oberhalb. Richtig, da war nämlich was. Die ist noch gar nicht so lange Folgen her. Da habe ich auch Grabmoos gefunden. Wenn jetzt wieder... Im Tagebuch steht so von wegen hier als Tipp die Greifenhöhle oder in den Katakomben, dann hoffe ich doch, dass wir wieder neue Grabmoose finden werden. Okay, jetzt muss man ein bisschen einrendern, ist klar. Hey. Said, gibt's was Neues? Hilfst du mir jetzt Amana zu? Zeig mir den Umgang. Nee, das müssen wir später machen mit Amana. Greifenhöhle über die Nomadenlager. Das hieß, da hinten wieder durch. Und, ich hab's dunkel noch im Ohrenschmalz. Nein, im Gehirnschmalz. Im Ohrenschmalz, da hab ich ja hier mein Schmalzbohrer drin. Okay, ich spring dann hin. Ja, genau, das ist richtig. Da haben wir nämlich hier diese komischen Buckelfelsen. Ich spring dann da mal eben hin. Aua. Jetzt bin ich an einem Punkt gekommen, wo ich noch nicht war. Und zwar müsste ich eigentlich hier oben hoch, da hinten, ne, so da den Weg hoch. Aber
musst auch wieder die Musikbox anmachen. Wir haben noch ein paar Greife zu erledigen. Das ist nämlich gut für die Experience, also für die Experience. Und vielleicht finden wir hier auch noch mal mehr an wichtigen Kräutern. Okay, komm. Und du auch noch mal. Also hier wimmelt's voller Greife. Also ich werde doch noch mal hier gucken, ob wir eventuell auch hier was finden tun können. Finden tun können, ja, ich wieder, ne? Okay. Also am Ende von dem Nomadenlager da hinten, nur zur Orientierung mal gesagt. Hier kommen wir nicht ganz hoch. Müssen wir mal gucken, gibt es hier noch was versteckt? Ja, nerv nicht. Moment mal, dich will ich haben. So, gucken wir noch mal eben kurz, ob wir hier noch was finden auf diesem Felsen hier. Das ist natürlich auch ein sehr verdächtiges Objekt. Aber es hat sich hier nichts versteckt. So, hier kann ich nicht rum. Also, und von vorne habe ich schon geguckt, ist nichts. Also, weiter geht's im Abrollverfahren zu den nächsten Greifen, Popeifen. Hier irgendwas übersehen? Nee, okay, komm. Immer drüber weg. Ja, komm doch mal an hier. Komm zu Daddy. Komm zu Daddy, richtig. Okay. Ich bin mal gespannt, was denn hier sich noch so verbirgt. Ah, ein Weihnachtsbaum. Was ist denn jetzt da um die Ecke, hm? Das sieht mir aus nach einem gezackten schwarzen Troll. Da müssen wir eben mal umziehen und so, hm? Ja, ich wollte eigentlich im Off noch ein bisschen was umziehen, aber mir ist aufgefallen, Leute. Und bitte schreibt mir das in Kommentare. Auf einmal habe ich hier einen El Bastardo. El Bastardo, Gecher, vergiftet, Schaden 170, benötigte Stärke 110, Einhandtalent, Bonus 8 gegenüber meinem alten Degen. Der bringt 5 weniger, aber dafür brauche ich mehr. Oh, der ist ja, der hat nur 5, der hat hier 5 mehr Schaden, aber den Talentbonus ist 2 weniger. Aber dafür brauche ich weniger Stärke für ihn. Nicht zu vergessen, dass wir, wenn wir schon gegen einen riesigen Heinz da angehen, dann werden wir mal die verstärkte Golem-Schutzrüstung anziehen und jetzt speichern. In der Russland sollte ja ein Golem erledigen, damit er bei dem einen Vater von, Namen sind für mich Schall und Rauch, damit er da, nein, damit er die Frau da kriegt. So, und trotzdem gibt es noch einen schwarzen Troll, fand ich ein bisschen, ne, vielleicht ist es ja auch der gewesen oder zufällig noch einer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollen wir ihn mal hier ein bisschen überraschen. Von hinten, na schade, also ein bisschen träge ist er ja schon, ne. Los, 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 los. So, oh, ist ja gut. Fly, fly to the moon. Super. Ja, dann gucken wir doch mal ins Inventar. Weil ich war der Meinung, ich habe es ja nicht so mit Magie, das wisst ihr wahrscheinlich auch. Ich habe bestimmt Monster schrumpfen. Da ist Monster schrumpfen. Wunderbar. Da kann ich aber gleich, habe ich eigentlich das El Bastardo noch an? Ja, das Bastardo habe ich noch an. Gut, dann werden wir mal das Münsterchen schrumpfen. Außerdem habe ich gar nicht lesen können, was das für einer ist. Hallo? Schwarzer Wüstentroll. Wunderbar. So, jetzt haben wir hier eine kleine Actionfigur. 1300, super geil. Schwarzer Wüstentroll. Super, so einfach geht das. Ich gehe immer so erstmal konventionell an die Geschichte heran, auch doof. Dann schauen wir mal. Stopp, stopp. Sonnenaloe. Ja, die habe ich jetzt ganz viel gefunden. Und ich muss noch irgendwie zu jemandem hin. Beim Leuchtturm habe ich noch irgendwas Inkorines. Noch ein
Ja, ich glaube, Ignaz braucht das oder ich... Irgendwie war da sowas. Aber wenn erst, wenn ich da hinkomme, dann werde ich da wieder dran erinnern. Wenn ich hier im Vorfeld zu viel erzähle, dann verwirre ich mich hier selber. So, hier ist wieder eine Riesenschlucht. Okay, dann können wir also getrost wieder zur Verzweigung gehen, wo es dann hoch zur Greifenhöhle geht. Das ist da hinten. Okay, ich spring dann dahin. Da war ich nämlich ein bisschen zu früh. Ab, nach oben abgebogen. Es geht nämlich hier noch weiter. Und hier haben wir ganz viele Greifen. Und, ja, gucken wir mal. Kann ich mich ja wieder umziehen eigentlich? Ja, schauen wir mal. Wüstenfliegen liegen hier so rum. Oh. Die sind alle noch am Schlafen. Okay. Mhm. Also hier auch wieder eine Stelle, von der ich noch nichts kenne oder weiß. Ja, okay. Schauen wir mal hier. 1, 2, du bist hin. Oh, hier ist auch noch eine. Ja, die ist ja ein bisschen jetzt... Komm. Genau, richtig. Ja, ja. Da kann man wieder die ganzen Klamotten hier zur Kohle machen. Jetzt bin ich gespannt. Da sind nämlich... auch. Oh, das sind... Was sind das, Nomaden oder? Das sind Wüstenräuber. Ja, scheiße. Ja, schleiche ich mich jetzt oder schleiche ich mich nicht? Das sind ja Wüstenräuber, sind das. Sorry für meinen österreichischen Akzent. Manchmal habe ich... Nicht zu holen. Habe ich das... Irgendwo habe ich noch vergessen, eine Wüstenfliege zu loten. Nicht zu holen. Nee, doch nicht. Da hinten ist noch eine. Ja, Wüstenräuber, die gilt es natürlich auch zu natzen. Da gucken wir mal als erstes mal, ob es da so einen wichtigen Wüstenräuber gibt. Die heißen ja alle nur Wüstenräuber, ne? Jetzt bist du dran, oder was, oder wie? Ja, wann denn? Noch mehr Wüstenräuber, ich weiß es nicht. Ja, okay. Da hinten sind noch welche. Ich mach dich fertig. Genau, richtig. Oh, ja, die machen ja hier... Oh, die haben ja wieder gute Sachen. So. Ja. Jetzt haben wir wieder das Dilemma. Das Deckungsdilemma. So. Jetzt, oh, von wegen Deckung. Das ist eine schlechte Deckung, wenn ich hier an so einer Palme hängen bleibe. Okay, dann werden wir erstmal uns mal ein bisschen stärken. Ich habe neu eingeladen und während ich neu eingeladen habe... Aha, so sieht das also aus. Dann bleiben die alle stehen. Das ist so ein kleiner Gothic-Fehler. Den hatten wir ja schon bei den Brückenräubern gehabt. Jetzt muss ich mal gucken. Aha, das ist ja lustig. Moment, da ist einer, der schon mal irgendwo... Oh, ich merke gerade, dass mein Ring seinen Dienst versagt. So, erstmal gucken, wo hier was ist. Hier ist keiner. Da ist auch keiner. Also, schauen wir mal. Okay. Ob wir da irgendwie durch das, ja, durch die Zeltplane durchkommen. Also einen hat es schon erwischt. Der nächste wüstige Räuber ist auch schon. Oh, da sind noch zwei. Ich versuche schnell. Nein! Da kommt einer um die Ecke. Ich wollte eigentlich noch was nachtrinken. Wann ist die Situation gut? Nein, die ist nicht gut. Ich muss einen Punkt finden, wo sie ruhig sind. Okay. Ja, schade. Okay, der kommt hier an der Palme nicht vorbei. Barut! Richtig, da gibt es einen Barut. Karis und In Vino Veritas haben ja von einem Barut erzählt, beziehungsweise die haben, was haben wir denn hier alles? Hier zum Beispiel Degen. Okay. Die haben mir erzählt, dass ich den noch zu erledigen hätte und ich muss jetzt unbedingt was trinken. Leute. Ja. Super. Klasse. Dann haben wir den auch schon mal erledigt. Okay, speichern wir mal ab.
Dann haben wir jetzt hier die Wüstenräuber sozusagen in Serie gekillt. In Serie gekillt. Moment. Ah, ich habe den sogar getroffen, obwohl er nicht angezeigt wurde. Ah. Na. Oh yeah. Der hat mich drauf. Gucken wir uns mal hier. Aha. Der bleibt da auch noch ganz blöde stehen. Nee, das bringt nichts. Sobald keine Anzeige ist, dann bringt das nichts. Was mache ich denn jetzt? Ich werde mal Folgendes machen. Okay. Ja, renn so schnell wie du kannst! Schade. So, neu eingeladen. Gucken wir mal, wie jetzt die ganze Geschichte aussieht. Sind die immer noch im... Ja, die sind immer hier noch drin, ne? Und der andere, steht der da noch? Der ist da nicht mehr. Okay. Doch, der bleibt da hängen. Gut. Folgendes. Ich bin der Meinung, ich habe wieder was gekauft. Und zwar Unwetter. Ja, ich weiß. Ich will es aber trotzdem probieren. Nee. Wenigstens schwächen. So. Dann ihn da hinten auch noch. Schwächen. Ich mach dich fertig. Okay. Das heißt, ich muss erstmal mein El Bastardo ziehen. Na? Oh, ein bisschen hat's ihn genatzt. Das ist gut. 450. Auch wieder ein Degen. Und hier liegt ein normales Nomadenschwert. Gehen wir wieder zurück zu den anderen. Und looten die hier. Irgendwas Besonderes. Nichts Besonderes. Hier drinnen. Wow. Also, die Wüstenräuber. Ihr könnt mir mal in den Kommentaren schreiben, ob noch mehr Wüstenräuber hier sich außerhalb der Städte befinden. Also, ich meine hier in Varant. Wobei ich dann auch feststellen kann, oder... Naja, Barut soll ja auch... da gab es doch einen Eintrag. Da gab es doch einen Eintrag, wo... Ich muss mal eben ins Logbuch gucken. Ja, ich brauchte gar nicht lange suchen. Es war nämlich die Kopfgeldjagd Amana. Der Kommandant der Wachen von Amana Hassan gab mir den Auftrag, den Räuber Barut unschädlich zu machen, der sich in den Bergen versteckt hält. Auf dessen Kopf sind 300 Goldstücke Belohnung ausgesetzt. Das ist gut. Okay, dann werden wir das mal... Das da ist ja hier er hier. Wenn wir das mal im Hinterkopf behalten, dass wir dann später noch zu Hassan müssen, gehen wir mal weiter. Hier gibt es, glaube ich, noch ein paar Liegen, die ich hier vergessen hatte, glaube ich. Kann das hinkommen? Nö. Die habe ich wohl alle genutzt. Okay, dann gehen wir schnell weiter, weil die Zeit rennt davon. Um zu gucken, ob wir da neues Grabmoos finden, das will ich jetzt unbedingt noch wissen. Also ob neues Grabmoos gespawnt worden ist, weil ich ja hier schon in der Gegend war. Nicht wahr? Okay, komm. Das müsste, glaube ich, hier um die Ecke sein. Also, erstmal gucken. Weil hier habe ich ja die Greifen alle weg. Also, hier hatten wir damals schon geguckt, ob hier irgendwie was am Fuße dieser... dieser Stein... des Steinkreises ist. So, und da hinten ist die Greifenhöhle. Dann hoffe ich doch mal... Ich könnte jetzt böse sein. Für die Macher. Nee, nicht ernst nehmen. Dass das jetzt so ist, wie es ist. Und zwar neues Grabmoos, bitte. Weil hier ist nämlich eine... Danke. Sehr gut. Und jetzt haben wir drei Grabmoose. Mal gucken, vielleicht kann man ja noch was... Nein. So, jetzt haben wir drei Grabmoose. Da hinten sehe ich wieder eine 4, 5. Ja, jede Menge Grabmoose. Suppi. So läuft's doch richtig. Ha, man darf das Odyssey-Mod-Team nicht unterschätzen. Herrlich. So läuft das. Dann haben wir Grabmoos. Jede Menge Grabmoos.
Und dann gehen wir später in der nächsten Folge wieder weiter los. Wir merken uns Hassan und dann noch Sindbad. Sindbad. Ne? Wegen dem Kiffen. Schreibt einen Kommentar, gebt einen Daumen und wir sehen uns wieder. Ciao.